Emily und Paul, das ist eine ganz interessante Geschichte. Das ist ja klar, dass wenn Emily irgendwo dabei ist, auf jeden Fall eine Emily-Bombe platzt. Paul hat ja eine Verbindung zu dieser Insel, beziehungsweise hat, das ist wie so ein Geist, der ihm gegenübersteht. So, das ist seine verschwundene Schwester und hat so ein bisschen das Gefühl, dass er, sobald er irgendwie an den Strand kommt, dass er mal aufkommt. Es ist halt alles immer noch diese Geschichte über die Schwester von Paul und die ist wütend für Paul. Weil Paul halt einfach so wichtig für sie ist. Ich glaube, das Schlimme daran ist ja auch, dass du einfach keine Gewissheit hast. Ist sie weg? Ist sie verschwunden? Lebt sie noch? Ist sie tot? Dass es da keine Gewissheit gibt. Und das, da braucht man, ich glaube, man braucht einfach irgendwie etwas, womit man abschließen kann mit dem Ganzen.